Die Schweißnaht aus der Flasche wurde speziell dafür entwickelt, extremen Bruchstellen den Kampf anzusagen. Völlig egal, ob abgebrochene Halterungen, Risse und Sprünge in Kunststoffverkleidungen oder noch schlimmer, abgebrochene Clips wie diese hier. Extreme Bruchstellen lassen sich in der Regel nicht mehr so einfach reparieren, doch ich zeige Ihnen jetzt, wie einfach das funktioniert. Rauen Sie zuerst die Klebestelle mit Schleifpapier auf. Anschließend rieseln Sie das Granulat direkt auf die Klebestelle. Das Granulat zum Schluss mit Klebstoff beträufeln und fertig. Selbst namhafte Automobilwerkstätten verwenden die Schweißnaht aus der Flasche tagtäglich, um stark beanspruchte Teile wieder dauerhaft und kostengünstig zu reparieren. Die chemische Schweißnaht ist binnen Sekunden ausgehärtet und lässt sich anschließend schleifen und überlackieren. Im folgenden Experiment möchte ich Ihnen zeigen, wie stark solche Klebstoffverbindungen werden können. Durch das abwechselnde Auftragen von Granulat und Klebstoff ist diese Klebstoffverbindung stärker. Sie selbst bestimmen dabei, wie stark Ihre Verbindung werden soll. Jetzt stellen Sie sich vor, dieser Klebstoff wird sich nicht nur von ganz alleine abbezahlen, sondern dadurch, dass Sie 40-60% mehr Reparaturen durchführen können als bisher, werden Sie im Laufe mehrere hundert Euro sparen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, fehlende Teile einfach zu erneuern. Granulat auf die Stelle rieseln, Klebstoff darüber, nur noch zurechtschleifen und fertig. Sehen Sie, wie stabil das neue konstruierte Teil ist. Grundsätzlich gilt, dort wo geringe Belastungen herrschen, beispielsweise bei einer Kaffeetasse oder Schuhen, reicht der Klebstoff alleine. Sollte das Teil jedoch hohen Belastungen standhalten, empfiehlt es sich, abwechselnd Granulat und Klebstoff aufzutragen, um eine bestmögliche Verklebung zu erreichen.